Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Donnerstag, der 29. Ich bin jetzt gerade hier bei den drei Böcken. Guck bei denen nach dem Rechten, die liegen immer noch drinne. Der eine liegt hier vorne und die anderen zwei liegen da hinten. Hier drin ist halt einfach für die wesentlich entspannter, aber man sieht auch hier schon, hier sind die schon durchgerannt und haben immer mal was gefuttert. Ja. Die lasse ich auch relativ in Ruhe. Schaue ich immer mal nur, ob alles gut aussieht, ob die sich noch aufstehen, ob die hier rumlaufen. Genau deswegen habe ich die Tür aufgemacht. Ob die alle rausgehen. Aber man sieht bei ihm schon von der Schnauze her, das wird ein richtiger Schafbock. Aber die müssen auch noch ein bisschen zulegen. Also der vordere hier, der weiße, kommt vielleicht bald weg mit seiner Schwester. Die müssten 45 Kilo haben, der Metzger will höchstens 50 Kilo haben. Ja, ich fahre jetzt gerade weiter, mache jetzt hier wieder zu. Schau noch hier vorne nach Wasser, da vorne steht die Bütte. Schau, ob noch genug Wasser drin ist. Das wechsle ich dann noch alle paar Tage mal aus. Aber bis jetzt, das sieht noch so aus. Ist noch halb voll. Man sieht ja, so viel haben die nicht getrunken. Hier ist ja dieser, da ist dieser weiße Strich, das sind 3-4 cm. Fahre ich jetzt mal Moped weiter zu den anderen, zu den Mädels mit dem Bock. Schau bei denen nach dem Rechten. Häng dann den Traktoranhänger an, weil ich den jetzt morgen brauche. Bei uns in der Schule, weil wir den Abschlussstreich haben. Also bei den Mädels hier sieht auch so aus, als wäre alles gut. Das ist ja die Schwester von dem Großen, die in den Lämmer stehen, da und da. Und jetzt sind sie mal hier vorne, weil es mal relativ kalt ist, dann können die auch hier mal grasen. Aber hier ist auch noch, hier ist genug Futter drauf. Ich glaube, hier hätte ich fast noch Heu machen können. Aber ist halt scheiße, wenn hier Wurzeln drin sind. Sonst hätten wir hier nochmal mähen können, hätte das alles sauber gehabt. Und dann hätte man die Schafe dann draufstellen können, weil das ist schon wieder, seitdem wir hier draufstehen, ist das schon wieder ordentlich gewachsen. Ja. Aber jetzt futtern die erstmal hier noch ein bisschen. Hier können die ja noch länger draufstehen. Ich weiß auch noch gar nicht, ich habe da oben noch eine Wiese, ob ich da dieses Jahr überhaupt erstmal drauf gehe, weil hier ist noch so viel. Und dann können die auch wieder an den Stall und an die Wiese, wo die als erstes waren, von daher, ja. Da geht's dann jetzt weiter. Sonntag, der zweite. Wie gesehen, habe ich gerade eben den Anhänger wieder aufs Grundstück gestellt. Dann habe ich jetzt den Traktor wieder in die Halle gefahren. Und jetzt schaue ich hier mal bei den Mädels nach dem Rechten. Bei den Jungs war ich ja heute Morgen mit meiner Freundin und dem kleinen Hund schon mal. Und hier sieht alles soweit ganz gut aus. Liegen alle im Schatten, aber so warm ist heute auch nicht. Montag, der 3. Juli. Ich schaue jetzt hier gerade nach dem Schafen. Bei den anderen an der Kläranlage war ich schon, da ist alles in Ordnung. Aber das muss ich euch jetzt auch nicht zeigen, die stehen immer hinterm Anhänger. Ich habe noch die Mopedjacke an, ich fahre jetzt mal Moped direkt weiter, mir was angucken, wo die jetzt Wintergerste dreschen wollen mit so einem kleinen John Deere. Will ich mir nachher anschauen. Deswegen schaue ich heute auch noch mal kurz nach dem Rechten.
Also bei meinem Becken hier sieht auch so aus, als wäre alles in Ordnung. Die sieht man auf dem Video wahrscheinlich gar nicht. Da liegt einer und die anderen zwei, aber das liegt doch dran. Das hier ist denen die Zuflucht und mit dem Ding sind die hergekommen. Jetzt kann man die immer mal langsam an den Menschen gewöhnen hier, wenn die jetzt von der Herde weg sind. Den du schon Angst haben, genau. Und der hat das schon. Dings, dass Angst drin ist, der Bahn liegt da schon. Dass hier, wenn mal nichts mehr hier liegt und Futter, ich die einfach ein bisschen zufüttern kann, obwohl sie da auch dran kommen teilweise. Ja, zu den 40 Ballen. Ich habe unten in dem alten Stall ja 40 Ballen hingesetzt. Die habe ich auch auf eBay Kleinanzeigen drinne zum Verkaufen. Da haben sie jetzt schon. Da hat sich jetzt schon zwei Leute gemeldet. Die eine wollte 7 Ballen haben, die mir hat sich aber dann nicht mehr gemeldet. Und jetzt hat sich nur einer gemeldet, einfach nur, ob er sich die mal anschauen kann, ob die fein genug wären für alte Pferde. Obwohl das eigentlich recht feines Heu ist. Kann man sich mal anschauen. Kann er sich mal vorbeikommen, sich mal anschauen. Noch ein bisschen Dreck sauber. Und dann lasse ich die hier auch schon wieder in Ruhe. Weil so zutraulich sind die nicht, aber man sieht auch hier schon, dass die hier schon was weggefressen haben. Der Plan für nächstes Jahr ist ja, dass nächstes Jahr noch ein paar mehr Lämmer da sind. Und dann hoffen wir auch mal, dass noch ein paar mehr Bocklämmer sind. Und dann kann ich hier auch eine große Bockherde machen. Ja, das reicht noch. Obwohl hier jetzt auch, hier kommen noch zwei Ziegenböcke dazu, nächste oder übernächste Woche. Die sind gerade die Besitzer im Urlaub. Und alleine wollte ich die nicht trennen, deswegen trennen wir die, wenn der wieder da ist. Dafür ist das hier unten aber eine schöne Wiese. Ihr könnt die Hecken fressen, können Gras fressen, können das ganze Jahr bis nach ganz hinten raus, können die rennen. Ich müsste eigentlich mal jede meine Wiese abfahren und euch mal zeigen. Aber das mache ich mal, wenn ich mal richtig Zeit habe dafür. Ja. Und damit ist das jetzt hier auch wieder beendet heute. Der Zaun steht jetzt bis da, da um die Ecke. Und jetzt gehe ich zu meinem Moped und fahre heim. Wir haben jetzt schon 17.30 Uhr. Ich fahre jetzt schnell heim, mache kurz Pause, ziehe mich um und dann fahre ich heute Abend noch in die Fahrschule mit dem Moped. Muss ich wahrscheinlich nur noch mal tanken. Also viel Sprit ist nicht mehr da drin. Ja. Dann muss ich die Tage noch da oben hin. Im Garten in dem Loch buddeln und eigentlich will ich auch diese oder nächste Woche mal bei meiner Oma noch eine Maschine, einen Anhänger umbauen. Der ist kaputt. Einen Anhänger umbauen und schon mal den alten Schwein und den alten Kuhstall komplett leer räumen. Den Schweinestall dann schon mal einstreuen. Weil das meine Lämmerbuchten werden soll, diese alten Schweinebuchten. Und den alten Kuhstall so weit leer haben, dass dann da Beton reinkommen kann die nächsten Wochen. Also, ich melde mich nochmal zum Schluss. Die Woche war zwar ganz schön voll mit Schafen, aber ich schneide euch da jetzt trotzdem ein Video raus. Ist trotzdem 9 Minuten oder 10. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Jetzt am Ende seht ihr ja noch, wie ich noch am Feld war, mit dem Hund. Und dann noch, welche schon Wintergetreide geerntet haben. Morgen bin ich auch wo, wahrscheinlich zum Abfahren. Vielleicht filme ich auch da ein bisschen was. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.